Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute soll es einmal um drei Tipps fürs Weihnachtsgeschäft gehen. Ich weiß, es ist im vollen Gange. Wir hatten bereits Cyber Monday, Black Friday. Wir haben es jetzt auch schon Anfang Dezember. Aber wir haben immer noch gute 2-3 Wochen, in denen wir einiges machen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, pass auf, ich gebe euch nochmal 3 wichtige Tipps. Denn mir sind so ein paar Sachen in der letzten Zeit aufgefallen, insbesondere bei meinen Coaching-Klienten, aber auch in der Facebook-Gruppe bei mir, die einfach ein bisschen schiefgelaufen sind. Und deswegen möchte ich euch davor bewahren. Punkt Nummer 1, natürlich habe ich, glaube ich, auch im letzten Jahr schon im Video gesagt, schaut euch eure Listings an. Ist euer Listing up to date? Habt ihr rezensionsmäßig alles tipptopp? Habt ihr gute Keywords hinterlegt, für die ihr auch rankt? Wie ist euer Beschreibungstext? Passt euer Listing nochmal an die neuesten Sachen an. Schaut, was funktioniert, was hat gut funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter. Ich sehe immer wieder, dass Leute einfach vor der Weihnachtszeit nichts machen. Ja, die gehen einfach in die Weihnachtszeit rein und sagen, ja, ich habe jetzt ein paar mehr Sales. Dabei kannst du so viel mehr rausholen. Das Gleiche gilt natürlich auch für eure Anzeigen. Ja? Das heißt, schaut euch Amazon Advertising an. Laufen eure Anzeigen profitabel? Gibt es Sachen, die ihr optimieren könnt? Gibt es Anzeigen, die nicht mal mehr Impressionen generieren? Gibt es Keywords, die eventuell euch Geld verbrannt haben? Habt ihr überhaupt euer komplettes Anzeigenpotenzial ausgeschöpft? Auch das sehe ich immer wieder. Da gucke ich in Anzeigen-Dashboards rein. Da wurde eine automatische Kampagne hinterlegt. Das macht jeder. Und dann am besten noch sehr, sehr geringe Gebote. Damit verschenkt ihr so viel Potenzial. Das heißt, schaut euch jetzt nochmal an, habt ihr alles aktuell, auch im Bereich Amazon Advertising. Und dann Tipp Nummer 3, auch ultra wichtig, und das habe ich jetzt mehrfach gesehen, dass das Leute falsch gemacht haben, hört auf, intensiv Nischen zu suchen in dieser Zeit. Denn der ganze Markt ist verschoben. Man kann Nischen suchen, das kann auch noch ganz gut funktionieren, aber man muss so ein paar Dinge beachten. Das heißt, ihr müsst natürlich erstmal Saisonalitäten rausfiltern. Ja? Also nur weil ein Plätzchenbackenbuch jetzt gut verkauft, heißt das nicht, dass du das jetzt als Nische nehmen solltest, ein Buch im Januar bringst und dann nichts mehr verkaufst. Ist ja logisch, Weihnachtszeit ist vorbei. Aber auch so Bücher, die sich leicht verschenken lassen, Kochbücher, Bücher für Kinder, Romane und so weiter, werden jetzt natürlich zu Weihnachten verstärkt gekauft. Dadurch kommt es natürlich aber auch zu einer Verschiebung der Sales Ranks. Das heißt, eigentlich sehr lukrative Nischen, die jetzt aber zur Weihnachtszeit vielleicht nicht so lukrativ sind, rutschen natürlich im Sales Rank ab. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Nischenrecherche macht mit bestimmten Kriterien, fallen die vielleicht aus eurem Muster raus, weil die ganzen Kochbücher und Romane und Kinderbücher und was auch immer die ersten Plätze einnehmen. Das heißt, ich würde so ein bisschen jetzt aufpassen und vielleicht meine Nischenrecherche erst wieder im Januar, Februar aufnehmen und jetzt mich einfach mal zurücklehnen, die Weihnachtszeit genießen, natürlich meine ganzen Listings auffrischen, Advertising und so weiter, aber im Bereich Nischenrecherche nicht so viel machen, und wenn ich es mache, muss ich natürlich die genannten Dinge auf dem Schirm haben. So, das war es auch schon mit diesem kurzen Video. Ich wünsche euch gute Sales, ein gutes Weihnachtsgeschäft, eine besinnliche Zeit, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Tom.